Papst Franziskus hat erstmals nicht an der traditionellen Kreuzwegsprozession vor Ostern teilgenommen. Etwa 20.000 Menschen versammelten sich am Kolosseum in Rom zu der Prozession. Sie war in diesem Jahr den Opfern weltweiter Konflikte gewidmet. Der Kreuzweg zeichnet das Leid Jesu von seiner Verurteilung bis zu seinem Tod am Kreuz symbolisch nach. Der 86-jährige Papst war nicht zugegen, das erste Mal in den 10 Jahren seines Pontifikats. Als Grund gab der Vatikan die vergleichsweise niedrigen Temperaturen in der italienischen Hauptstadt an. Das Oberhaupt der katholischen Kirche war kürzlich wegen einer Bronchitis im Krankenhaus behandelt worden. Seitdem nahm Franziskus an verschiedenen Veranstaltungen teil. Unter anderem leitete er am Karfreitag eine Messe im Petersdom. Am Sonntag wird er voraussichtlich die Ostermesse auf dem Petersplatz leiten.